zusammen. Ich werde euch heute das PAX Pro Series 11 vorstellen. Ja, ich habe es letztens irgendwann mal im Internet gefunden und mir dann gedacht, oh komm, ich besorge es mir mal. So, dann fangen wir vorne mit der Rückseite an. Wie ihr seht, habe ich hier, ist das ein Pro Series Holzer. Die Pro Series Holzer haben all die Möglichkeit mit dem PAX Lock System. Ich habe bei diesem Holzer mittlerweile schon eingebaut, um mal selbst auszuprobieren, wie das zum Einbauen ist. Wenn Interesse besteht, einfach in die Kommentare schreiben. Dann zeige ich euch das mal, wie man es einbaut. Hier unten haben wir ein kleines Fach. Eine kleine Karte, die ist fest, wie man sieht. Steckt man einmal um, kann man dort seinen Namen draufschreiben. Wenn man es mal verliert oder so, kann man dort seinen Namen draufschreiben. Dann weiß jeder, wem es gehört. Wenn man es dann freiwillig zurückgibt. Im Einsatz ist das ganz praktisch, gerade bei mir. Im technischen Hilfswerk legt man die Koppel ab. Wenn man noch ein zweites hat, kann man es nur drauf gucken, oh, wem gehört es. Wenn es von außen nicht gleich ersichtlich ist. Das ist immer ganz wichtig. Man hat manchmal die Koppel dran, manchmal nimmt man bloß das Holster ab. Mit dem PAX-Lock-System, wie man hier sieht, kann man einfach dann vom Holster abmachen. Man kann es, sag ich mal, so ran machen. Man zieht einfach dran an dem Ding und dann geht es ab. Man kann es so rum drauf machen. Man kann es auch einfach drehen mit dem Band nach oben. Ich werde es eher andersrum drauf machen bei mir an die Koppel, weil dann kann mir nicht passieren, dass ich da mal aus Versehen dran ziehe, weil es hinter dem Holster versteckt ist. Hier ist bei dem PAX-Lock-System einfach mit Klettmöglichkeit. Ich werde demnächst mal zeigen, wie es bei mir an der Koppel dann dran ist. Die habe ich aktuell nicht bei mir, sondern nicht im Spind, im OV. Werde ich aber demnächst mal mit nach Hause nehmen und dann kann ich davon mal ein Video drehen. Wie das an meiner anderen Koppel aktuell aussieht, wie es dann mit dem PAX-Lock-System an der Koppel dran ist. So, packen wir das Ende mal wieder weg. Fangen wir von vorne an. Wir haben mehrere Taschen. Wir fangen von hinten an. Wir haben hier, wie ihr seht, zwei Taschen. Die sind auch gleich groß. In der Mitte sind die getrennt. Ich hätte es besser gefunden, wenn die hinten groß wäre. Aber das kann man dann nicht ändern. Dann haben wir eine etwas größere Tasche, die wirklich auch komplett dann benutzt werden kann. Aber da kann ich dann zum Beispiel, was ich mir vorgestellt habe, ein Heft reinpacken. Für den Dienst, wenn man mal im Einsatz ist oder so, dass man dort schnell was draufschreiben kann. Man kann sich ja nicht immer alles merken. Dann haben wir hier noch so ein, ja, kann man sich Kleiderschere, Verbandschere oder so mit befestigen an der Koppel. Das kann man aber, wenn man da hinten was reinstecken will, muss man, darf man hier nichts drin haben, weil man hier hinten das mit innen drin ein bisschen verbaut ist, dass man es kleiner machen kann, wenn man es nicht braucht. Wie ich zum Beispiel, oder man kann hier was haben, das man rausziehen kann, wenn es versteckt ist. Ist ganz praktisch eigentlich, zum Teil. Dann hängen wir das hier mal wieder fest. So wird es bei mir nachher eine Koppel sein, weil wenn es hinten rausgezogen ist, das macht keinen Sinn bei mir. So viele große Sachen habe ich nicht. Das Einzige, was bei mir das Größte ist, das weiß ich auch noch nicht, wo mit meiner Helmlampe, wo ich die hinpacke. Aber gut, müssen wir mal gucken. Dann machen wir mal das linke Fach auf. Wir haben hier einmal für zum Beispiel Eimerhandschuh kann man sich hier reinpacken, was auch immer. Hier oben haben wir auch nochmal so ein kleines Fach. Das kann man sich, wenn man mal sieht, geht das so einmal durch. Ganz klein, da kann man sich zum Beispiel, was weiß ich, Markierungsstifte oder was auch immer, die Größe passt, reinpacken. Das ist hier ein etwas größeres Fach. Ich weiß nicht, ob man es sehen kann. Das ist dann ein bisschen größer, da passt auch meine Finger komplett rein, komplett ausfüllbar. Da kann man zum Beispiel ja, ein Heiligentool, Besteck reinpacken. Ein Heiligentool sage ich schon. Ein Multitool. Ja, Heiligentool. Muss man auf Feuerwehr. Nicht beim technischen Hilfswerk. Gut, dann haben wir hier vorne auf der rechten Seite eine ganz kleine Tasche. Ja, da kann man sich zum Beispiel Tabletten oder was auch immer reinpacken, was man so braucht. Gucken, was bei mir da reinkommt. Machen wir hier auf. Hier haben wir jetzt, ist die Tasche nochmal in zwei Taschen aufgeteilt. Und eine etwas kleinere, die auch wieder komplett durchgeht. Die auch groß genug ist. Hinten haben wir es in drei geteilt.
Den kann man so schlecht, hier sind drei Teile drin, ein kleineres in der Mitte und zwei größere außen. Ja, mal gucken, was reinpasst. Hier oben haben wir auf der rechten Seite wieder so eine Schlaufe, wo wir einmal durchgehen können. Gucken, was man da so reinpacken kann. Keine Idee von. Jo. Das war jetzt mein Video zum Pax Pro Series L Holster mit dem Park-Lock-System. Man kann es auch ohne Park-Lock-System machen, wie man hier sieht. Und dort auch eine Koppel durchpacken. Würde aber vielleicht ein bisschen groß sein für die Koppel. Die würde ein bisschen hin und her rutschen an das Holster am Dings. Kann verschiedene Dings, kann man hinten hier reinstecken und da wieder rausnehmen. Oder machen wir es. Dann den Gürtel hier rein. Also ich finde es mit dem Park-Lock-System jetzt vom technischen Aufwand besser. Weil das Park-Lock-System besser am Gürtel dran ist. Das ist fest. Das kann nicht verrutschen. Ein anderes Holster, was ich zurzeit an meiner Koppel habe, das rutscht hin und her, wenn man es. Muss man erst richtig machen, wo das Holster sitzen soll, wenn man sich die Koppel wieder anmacht. Das ist immer nicht ganz so einfach.